Hallo, ich wollte euch eben schnell erzählen, wie meine Meinung ist zum Balea Body Mousse Himbeere, normale Haut Limited Edition, weil ich das hier auf YouTube bei diversen Leuten gesehen habe und weil Himbeere wirklich eine meiner Lieblingsfrüchte ist. Himbeeren sind meine Lieblingsfrüchte, was auch immer. Habe ich mir das dann doch geholt, weil alle davon geschwärmt haben, wie toll der Geruch ist und ja, es riecht wirklich super himbeerig, das kann man mal gleich so vorweg sagen. Das ist ein sehr angenehmer Himbeerengeruch, den man auch eine ganze Weile noch auf der Haut hat, wenn man sich damit eingecremt hat. Riecht so ein bisschen wie Himbeersirup, so aus der Pulle, aber nicht so künstlich, sondern mehr so wie Himbeersoße, die man selber passiert hat. Also so frische Himbeersoße. Zur Konsistenz. Balea schreibt hier drauf, dass das eine Mousse sein soll. Ist jetzt nicht so, dass ich überrascht gewesen wäre, weil ich mir ja schon ein paar YouTube-Videos angeguckt hatte. Aber wie Sie sehen, ist das hier keine Mousse, das ist eine Bodylotion. Und das ist noch nicht mal eine besonders feste Bodylotion, das ist eine Bodylotion-Bodylotion. Also eine ganz, Moped. Eine ganz flüssige Angelegenheit. Unter einer Mousse versteht man irgendwie sowas wie bei Mousse au Chocolat, dass die Konsistenz halt ein bisschen fester ist und dass man jetzt nicht gerade, dass man es mit dem Löffel da rausholen muss, das will man ja auch nicht. Aber so kann ich es löffeln wie ein Joghurt. Es hat die Konsistenz von einem Joghurt oder eben von einer Bodylotion. Je nachdem, welchen Vergleich man gerne haben möchte. Ich meine, es geht um Himbeeren, aber man schmiert sich ja damit ein. Das ist super flüssig, mega flüssig. Und daher ist die Bezeichnung dieser ganzen Geschichte eigentlich eine Frechheit. Aber die pflegt gut. Also ich finde die Pflegewirkung wirklich sehr angenehm. Auf der Haut fühlt sich das gut an. Und die riecht einfach super nach Himbeere. Wer die noch ergattern kann, dem sei sie ans Herz gelegt. Diese Mousse oder Bodylotion. Holt euch Bodylotion in einem Töpfchen mit Himbeergeruch. Geschmack hätte ich beinahe gesagt. Mit Himbeergeruch. Ist wirklich, wirklich gut. Und obwohl es sich um eine Bodylotion handelt, finde ich auch relativ ergiebig. 200 Milliliter sind hier enthalten, nur leider fällt mir gerade der Preis nicht mehr ein. Nee, tut mir leid, den kann ich jetzt nicht mehr sagen. Kostet aber nicht viel. Balea kostet einfach nie viel. Ist super billig. Und Limited Edition, also das Regal war bei uns im DM noch proppenvoll. Aber ich weiß nicht, ob es nochmal nachgelegt wird, ob man nachgefüllt wird. Aber vielleicht, wenn das alle kaufen, wird es ja ständig geben. Das weiß man ja auch immer nicht so genau. Das kann ja auch mal passieren bei solchen Sachen, ne? Ja, das war's eigentlich schon wieder. Kurz und knapp. Meine Meinung. Kaufen gehen. Also wer Himbeeren liebt, der wird das ja auch mögen. Bis dann. Tschüss.